Hallo und herzlich willkommen zu meinen Frühlingsfavoriten. Ich habe mir wieder 7 Sachen überlegt, die ich zu meinen Frühlingsfavoriten küren möchte. Und Nummer 1 ist mein Zitronenwasser, von dem ihr ja schon mal gehört habt. Das mag ich tatsächlich sehr, 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 sehr gerne. Es ist unglaublich frisch, es tut mir auch unglaublich gut, dieses Wasser zu trinken. Es tut meinem Körper gut, also ich mag das unglaublich gerne. Dann Favorit Nummer 2 ist, ich habe angefangen, mir mit ätherischen Ölen selber Lufterfrischer zu machen. Wenn ihr dazu mal ein Video sehen wollt, dann schreibt das mal gerne jetzt unten in die Kommentare. Ich mache mir meine Lufterfrischer mittlerweile komplett alle selber, weil ich weiß dann, was da drin ist. Ich kann den Duft ganz genau bestimmen, ich kann die Intensität ganz genau bestimmen und ich bin ja so ein Fan davon, dass wenn man eine Wohnung betritt, dass es halt einfach gut riecht. Dass es nicht nach Mittagessen riecht oder nach abgestandener Luft oder irgendwas, sondern dass es einfach gut riecht. Deswegen bin ich ja auch so ein Duftkerzen-Junkie, aber im Frühling und Sommer benutzt man einfach weniger Kerzen und da bin ich dann ein großer Fan von solchen Lufterfrischern und habe halt einfach angefangen, mir die selber zu machen. Dann, auch das habt ihr schon mal gesehen, mein Dankbarkeitsglas ist auch ein Favorit im Frühling. Um sich noch mehr so auf diese Frühlingsgefühle einzuschwingen, schreibt man halt jeden Tag ein kleines Zettelchen, wofür man dankbar ist. Dann habe ich für mich entdeckt in den letzten Wochen Rosamunde Pilcher. Also ich bin sowieso, ich weiß nicht, was in diesem Jahr mit mir los ist. Also der Frühling hat so richtig, also der hat mich auf den Kopf gestellt. Ich lese nur noch Liebesromane und schaue mir Liebesfilme an und gucke kitschige Liebesserien. Also ich weiß nicht, also ich bin verliebt in das Leben. Also ich bin nicht verliebt in eine andere Person, ich bin verliebt in das Leben und in mich. Und das ist so schön, es tut mir so, so gut. Und ich glaube, ich hatte das tatsächlich in keinem Jahr so intensiv. Und mir wurden die Rosamunde Pilcher Romane empfohlen. Ich habe tatsächlich noch nie vorher einen gelesen. Ich hatte mal eine Phase mit so, ich glaube, 14, 15, wo ich die Filme ganz gerne geguckt habe. Und jetzt habe ich halt angefangen, die Bücher zu lesen. Und es ist echt so schön leicht für zwischendurch. Ich mag das ganz gerne. Es gibt halt auch so mega dünne. Das passt bei mir halt auch mal auch ganz gut. Und da habe ich auch wieder so einen Zugang zum Lesen irgendwie gefunden. Also das kann ich sehr empfehlen, wenn man das noch nie ausprobiert hat, einfach mal zu machen. Dann habe ich auch im Bereich ätherische Öle meine Frühlingsfavoriten herausgesucht. Zum einen ist das Chia. Also schon optisch ist es ja ein Frühlingsöl irgendwie. Und das benutze ich tatsächlich auch täglich. Das hat einfach so eine extrem stimmungsaufhellende Wirkung. Dann Grapefruit ist auch etwas, was ich täglich benutze. Das ist mein Muntermacher. Mache ich mir immer morgens einen Tropfen in mein Wasser und trinke das. Dann hier aber die Kombination Peppermint und wilde Orange. Also Peppermint liebe ich, seit ich das habe, finde ich mega toll. Und diese Kombination Peppermint und wilde Orange diffust ist mega. Das ist sowas, was frühmorgens einfach wach macht, was einem hilft, auch sich zu fokussieren. Also diese Kombination liebe ich tatsächlich sehr, 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 sehr. Dann, wenn sich die Jahreszeit verändert und wenn sich mit der Jahreszeit auch meine Gefühle verändern, muss ich natürlich auch die Musik verändern. Also ich hatte die letzten Wochen gemerkt, die Musik, die ich im Auto habe, ich höre ja noch CD im Auto. Ich hasse es, Radio zu hören im Auto und ich habe kein neueres, wo man halt irgendwie einen MP3-Stick oder so einschickt. Also ich habe tatsächlich noch richtige CDs, auch keine gebrannten CDs, sondern gekaufte CDs. Und irgendwie passten die CDs, die ich mir jetzt so im letzten halben Jahr so zusammengekauft habe, passten gerade irgendwie nicht. Irgendwie passt es nicht zu meiner Stimmung, nicht zur Zeit. Ne? Also einige der CDs habe ich zum Beispiel im Sommer letzten Jahres gehört, das passt jetzt irgendwie nicht. Und da musste ich mir was Neues besorgen. Und tatsächlich völlig... es ist mir nicht peinlich, das zu erzählen. Das ist Quatsch. Ich habe mich letztens mit einem Freund unterhalten. Man kann auch als Mann gerne Germany's Next Topmodel gucken und man kann mit fast 30 Jahren auch gerne das neue Album von Tokyo Hotel hören. Ich finde es nämlich tatsächlich richtig gut. So, ich habe früher gerne Tokyo Hotel gehört. Ich war nie so ein Groupie-Fan. Ich habe einfach die Musik gerne gehört. Ich hatte aber auch nie ein Album oder sowas. Halt, wenn es so im Radio und bei Viva und so lief, habe ich das gerne gehört. Und bin jetzt auf Tokyo Hotel wieder aufmerksam geworden, weil die im Interview waren bei Markus Lanz.
Und habe daraufhin, er sagte, dass ihm halt das Album so gut gefallen hat und habe gedacht, okay, hörst du es dir einfach mal an. Und ich finde es tatsächlich auch sehr, 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 sehr gut, sehr, sehr erwachsen, sehr tolle Texte und habe jetzt halt angefangen, das zu hören. Why not? Und dann mein 7. Frühlingsfavorit ist eine Serie, die ich auf Netflix geguckt habe. Und zwar heißt die Go, sei du selbst. Und die bringt so alles zusammen, was ich liebe. Es ist eine Teenie-Serie. Es spielt auf einer Privatschule. Es geht um Singen und Tanzen. Es geht natürlich um Liebe und Intrigen. Und es ist so, so schön. Also das kann ich tatsächlich nur empfehlen. Ich habe es auf Deutsch geguckt und werde es jetzt, ich muss mal gucken, ob ich das einstellen kann. Ich meine aber ja, auf Englisch gucken nochmal. Das wäre echt wirklich schön und passte so zu meiner frühlingshaften Stimmung einfach. Ich würde mich jetzt sehr freuen, wenn ihr mir eure Frühlingsfavoriten unten in die Kommentare schreibt. Und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!